Zwiebelgespräch von Willi Sauer Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willi Sauer Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum Webgespräch vom Monat November. Bei mir zu Gast ist der Franz Gehrig. Er ist 56-jährig, zweifacher Familienvater, aufgewachsen und wohnhaft in Willisau. Er ist Leiter der Musikschule Region Willisau, Präsident der Karnöffelzunft Willisau und Co-Präsident der Arbeitsgruppe Christkindli Märt. Der Christkindli Märt steht vor der Tür. Das ist der Grund, dass der Franz Gehrig bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr auf das Gespräch. Franz Gehrig, 2 Jahre hat der Christkindli Märt wegen der Corona-Pandemie müssen Zwangspause machen. 2 Jahre sind Sie jetzt im Amt als Co-Präsident. Muss oder darf der Co-Präsi jetzt endlich an die Arbeit? Es ist absolut ein Dürfen. Es ist richtig schön, dass es jetzt endlich losgeht. Es ist absolut kein Muss. Wir freuen uns sehr. Ich habe ja schlussendlich und schließlich vor 3 Jahren rund für das Amt als Co-Präsident zugesagt, nicht um den Märt abzusagen, sondern um den Märt durchzuführen. Und dass der Märt jetzt vor der Tür steht, das freut uns sehr. Ich habe rund vor 3 Jahren so das erste Mal in die Arbeitsgruppe hineingesehen. Ich habe das Christkindli-Radio mit der Schule oben organisiert. Ich habe gesehen, wie die Arbeitsgruppe arbeitet. Und ich musste sagen, das würde mich sehr interessieren, hier mitzuarbeiten. Wobei, wir haben die letzten 2 Jahre zwar müssen absagen, sind natürlich aber nicht untätig. Ich glaube, wir haben uns ständig mit einer neuen Situation, mit der pandemischen Lage auseinandergesetzt. Wir haben geschaut, können wir den Markt durchführen oder nicht. Wir haben unsere Anpassungen gemacht, aufgrund der Richtlinien, die wir bekommen haben. Das war eine grosse Herausforderung. Ich musste lernen oder durfte lernen, was das heisst, wenn man etwas, einen Entscheid trifft, der vielleicht nicht in allen Leuten passt. Also ich hatte Reaktionen, zum Teil, ja, heftig ist vielleicht übertrieben, aber zum Teil auch unschöne Reaktionen von Leuten, die das nicht können begreifen konnten, dass wir den Markt nicht machen. Umso mehr freut es mich jetzt, dass wir 2022 in den Startlöchern sind. Bleiben wir noch schnell bei diesen 2 Absagen. Das letzte Jahr wäre es ja möglich gewesen. Man hätte ja den Markt mit einem kleineren Umfang durchführen können. Bis 1000 Leute. Wäre durchaus denkbar gewesen. Ja, die Situation von einem Jahr kann man mit der jetzt eigentlich nicht vergleichen. Es war ganz unsicher gewesen. Da kommt dazu, dass wir ja eine Vorstellung haben, wie unser März stattfindet. Er muss ein gewisses Ambiente haben, der muss einladend sein. Und mit den Voraussetzungen, die wir das letzte Jahr hatten, im Städtli, wir hätten unseren Markt müssen einhaken, wir hätten müssen Eingangskontrollen machen. Sie müssen sich vorstellen, wir haben über 100 Eingänge, wie man in das Städtli reinkommt. Das wäre eine ganz schwierige Sache gewesen. Also wir haben dann relativ früh entschieden, um auch in diesen Ausstellerinnen und Ausstellern eine Planungssicherheit zu geben, relativ gleich entschieden, dass wir den Markt absagen müssen, weil wir unser Motto «Märchenhaft, engelhaft, sagenhaft» wäre das letzte Jahr so nicht realisierbar gewesen. Das ist das eine. Und das andere kommt noch dazu, dass die Vorgaben, die wir hatten, das Einziehen und so weiter, das hätten wir das letzte Jahr finanziell auch gar nicht können stemmen. Aber das Jahr, muss ich sagen, das Jahr hätten wir einen Plan B. Oh, ein Plan B. Wie hat der ausgesehen, Franz Gehrig? Ganz einfach gesagt, wir hätten den Markt gemacht, wie sie ihn können, im Monatsmarkt, der jeden Monat stattfindet. Mit den Vorgaben, die wir haben, mit Abständen, mit der Kontrolle und so weiter. Der ganze Food-Bereich, sage ich mal, der ganze Gastro-Bereich, den hätten wir zum Städtli ausgenommen und hätten den auf dem 10. Platz organisiert. Also wir hätten im Städtli können kaufen, Geschenke kaufen und so weiter. Und auf dem 10. Platz hätten wir sich können verpflegen. Wir hätten den dann eingehakt und entsprechende Kontrollen gemacht. Schön und gut, dass der Plan B nicht nötig ist, dass der März stattfinden kann. Die 24. Auflage, sind Sie glücklich? Ich bin sehr glücklich. Also nicht nur ich, das ganze Team, auch die ganze Arbeitsgruppe. Ich habe gemerkt, die letzten 2 Jahre waren anstrengend für uns alle. Wir haben uns wieder getroffen, einen Plan gemacht und so weiter. Aber wir sind nie dazu gekommen, die Pläne umzusetzen. Nein, ich bin sehr glücklich und wir sind alle motiviert und wir sind parat. Franz Gehrig, die Arbeitsgruppe arbeitet fast ausschließlich ehrenamtlich. Ist es schwierig, Personen zu finden?
Ja, die Situation, jetzt, dass wir zwei Jahre absagen mussten, hat es ja nicht gerade unbedingt erleichtert, dass wir Leute finden, die sich bereit erklären, in der Arbeitsgruppe mitzuarbeiten. Sie haben gesagt, wir arbeiten ehrenamtlich, wir haben ein kleines Sitzungsgeld, wir haben eine Funktion, das ist das Sekretariat, das wir im Stundenansatz entlöhnen. Wenn ich jetzt würde sagen, es ist einfach, Leute zu finden für die Arbeitsgruppe, wäre ich nicht ganz ehrlich. Für gewisse Posten ist das recht schwierig, das ist ja so. Weihnachtsmärkt, Franz Gehrig, gibt es Land auf, Land ab. Was zeichnet der Willisauer Christkindlmärkt aus? Was macht ihn einzigartig? Ja, ich glaube, der Christkindlmärkt Willisau ist ein Aushängeschild worden, überregional. Ähnlich wie das Willisauerringli oder das Jazzfestival. Es kommen ja täglich rund 10'000 Leute auf das Willisau. Und ich denke schon, unsere Stimmung hier im Städtli ist halt wirklich einzigartig. Wir schauen darauf, dass die Stände schön ziert sind, geschmacksvoll ziert sind. Wir verzichten voll und ganz auf Kitsch. Also wir müssen auch Marktfahrerinnen und Marktfahrer darauf hinweisen, dass man nicht Bling-Bling aufhängen kann, dass man zum Beispiel jetzt während der WM nicht auf einen Fernsehstand einstellen, wo wir den Match im Hintergrund sind und so weiter. Ich glaube, einfach die Stimmung, die wir haben im Städtli, das macht es aus. Das ist das Einzigartige. Apropos Atmosphäre. Dazu gehört die Adventsbeleuchtung. Energiesparen ist angesagt. Und trotzdem leuchtet die Birli mitten im Städtli. Ist das vertretbar, Franz Gehrig? Haben wir uns selbstverständlich auch darüber unterhalten. Uns ist glücklicherweise die Entscheidung von der Stadt her abgenommen worden. Wir sind natürlich sehr, sehr glücklich, dass wir die Weihnachtsbeleuchtung haben. Es ist ja so, dass wir, ich sage jetzt mal am Boden, eben, die Stände sind entsprechend auch schön beleuchtet. Es brünnen Kerzen und so weiter. Aber wir sind natürlich froh gewesen, dass die Stadt unser Dach, sage ich mal, wo wir haben durch die wunderbare Weihnachtsbeleuchtung, dass wir das machen dürfen. Es kommt ja noch dazu, dass die Weihnachtsbeleuchtung ja weniger Strom braucht eigentlich, wenn die Beleuchtung, die wir sonst alle haben im Städtli. Das hat es uns natürlich noch erleichtert, können zu sagen, wow, das können wir vertreten. Ein Ahr ist, wer ein bewährtes Veranstaltungskonzept über den Haufen rührt. Doch gibt es das Jahr Neuerungen, Franz Gehrig? Nein, Sie sehen das richtig. Wir haben das Jahr, jetzt auch nach diesen zwei Jahren, wo wir nichts machen dürfen, eigentlich am bewährten Konzept festgehalten. Das heisst, es sind vor allem musikalische Vereine, die im Städtli auf verschiedenen Plätzen spielen. Wir haben am Sonntagabend Il Quattro in der Kirche, zusammen mit dem Canto. Wir haben die Veteranenmusik in der reformierten Kirche, die ihr Konzert macht. Wir haben den Sammy Klaus im Städtli. Musikschülerinnen und Musikschüler, die auftreten. Wir haben wirklich an dem Grundkonzept, das sich ja bewährt hat und wo wir bis jetzt haben, haben wir eigentlich festgehalten. Das sind ja noch die Marktfahrer und Marktfahrerinnen. Die haben wegen der Pandemie Straubezeiten hinter sich. Ist es einfach gewesen, wieder genügend zu finden? Das hat sich eigentlich spannend entwickelt. Wir haben in den vergangenen Jahren ja immer Wartelisten gehabt, von bis zu 20 Marktfahrerinnen und Marktfahrern, die noch gerne hätten kommen wollen. Dieses Jahr hat sich das ganz unterschiedlich entwickelt. Also wir hatten mal etwa noch vor einem Monat etwa noch zwei, drei Plätze gehabt, wo wir können Leute anfragen konnten, ob die auch noch kommen. Und im letzten Monat ist es das so, dass wir wieder eine Warteliste haben. 10, 15 Leute, die gerne auf Willisau kommen und etwas anbieten. Das zeigt mir auch ein bisschen das Kurzfristige, das wir im Moment ja wahrscheinlich hier haben. Oder wir haben vielleicht eher ein bisschen Mühe, ein halbes Jahr, drei, vier Jahre vorher zu etwas im Ja zu sagen, zuzusagen. Aber kurzfristig kommt man da gerne. Also wir haben die 120 Stände, das Städtli ist voll. Und wir hätten eben, wie gesagt, sogar noch Leute, die gerne kommen würden, wenn jetzt jemand kurzfristig ausfallen würde, dass wir sicher alle Stände im Städtli besetzen können. Für einen grossen Anlass braucht es in der Regel auch ein grosses Budget. Wer zahlt die Auslagen? Wie sieht das Budget aus? Ja, das ist ja so. Das Budget ist mittlerweile in einem tiefen sechsstelligen Bereich. Unsere Einnahmen generieren sich natürlich aus den Standmieten, die die Marktfahrerinnen und Marktfahrer zahlen müssen. Dann werden wir unterstützt von der Stadt, vom Gewerbe von Willisau. Die Eugen Meyer Stiftung tut uns ebenfalls unterstützen. Dann haben wir viele so, ich sage immer so wie Naturalgaben, also von Geschäften oder Unternehmen, die uns vielleicht einen Teil von der Rechnung erlassen oder die Gerätschaften zur Verfügung stellen beim Aufbau, den wir nicht zahlen müssen. So finanzieren wir uns eigentlich. Mit dem Ziel, eigentlich eine schwarze Null zu erreichen.
sicher kein Minus. Und wenn wir dann einen kleinen Gewinn machen sollten, setzen wir den selbstverständlich einsetzen für die kommenden Märkte, die kommen. «Süßer die Glöcklein klingen als in der Weihnachtszeit» könnte das bekanntes Weihnachtslied in Willisau im Städtli «Süßer die Kassen klingen als am Christkindli-Märkte», Franz Gehrig? Ja, es ist schon ein bisschen so. Und da sind wir auch ein bisschen stolz darauf, dass wir einerseits im Gewerbe in Willisau, in den Restaurants, aber auch in den Vereinen können eine Möglichkeit bieten, zusätzlich zum normalen Umsatz, sage ich einmal, unter einem Jahr, noch zusätzliche Verdienst können generieren. Das ist wirklich so. Ich sage es alle ein bisschen, ich bin stolz darauf, dass alle, die hierher kommen, können etwas verdienen. Wir müssen einfach am Schluss dann noch schauen, dass für uns auch noch etwas übrig bleibt in der Arbeitsgruppe, dass wir dann auch wieder weiterarbeiten können. Nicht, dass wir zusammen da die Woche lang in die Ferien, aber vielleicht ein feines Nachtessen am Abend sollte doch da drinnen liegen für uns auch. Ein Markt, viele Gewinner. Die Zukunft von Willisauer Christkindlmärkte ist somit gesichert, Franz Gehrig. Ich denke, wir sind gut aufgestellt. Ich will jetzt hier nicht sagen, der Markt, der wird es noch 20, 30 Jahre so geben, wie er ist. Wir müssen immer wieder Leute finden, die mitmachen. Wir haben das eine oder andere Mitglied, das mir schon angekündigt hat, du, ich habe es jetzt 8-mal gemacht, ich habe es 10-mal gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mich dann etwa zurückziehe aus dieser Arbeitsgruppe. Aber grundsätzlich kann ich sagen, doch, der Markt, der ist gesichert auf die Zeit raus. Am Christkindli-Markt, die in Tomgas mit ihrer Kulisse wie an der Fasnacht, an der Kölbi oder im Städtli-Sommer, nicht nur aus Parkplatz oder aus Durchgangsstrasse, sondern aus autofreien Generationentreffpunkten, wären solche Events bei den Christkindli-Märkten nicht begrüßenswert, wenn es solche mehr gäbe in Willisau im Städtli. Ich glaube, das hat ja die Umfrage vom Gewerbe gezeigt. Im Städtli haben wir da sind verschiedene Interessen rum. Und ich glaube, wichtig ist, dass man die Interessen von den verschiedenen Leuten so akzeptiert, so wahrnimmt und dann entsprechend in der Umsetzung für solche Anlässe mit einbezieht. Ich denke so Kölbi, Weihnachtsmärkte, Fasnacht selbstverständlich auch, aber auch der Städtli-Sommer, das sind ja wirklich tolle Anlässe. Und ich könnte mir vorstellen, dass man den einen oder anderen in dieser Art noch mehr macht im Städtli, aber eben, es müssten hier schon alle Beteiligten müssten da einverstanden sein. Ich denke auch immer, ich arbeite ja jetzt im Städtli und ich merke auch, im Städtli wohnen ja auch Leute. Und die haben auch gewisse wie soll ich sagen, ich kann nicht jedes Wochenende ein Fest machen in der Gasse, das verstehe ich auch. Aber wenn es den einen oder anderen Anlass noch mehr gäbe, dann wäre ich sicher nicht dagegen. Die Abfanszeit rückt näher, Franz Gehrig. Wie besinnlich können Sie als Co-Präsident der Arbeitsgruppe die angehen? Ja, grundsätzlich ist die Zeit im Moment für mich noch nicht so besinnlich, obwohl eigentlich die Vorbereitungen für den März die laufen tadellos. Wir hatten eine Dreibuchsitzung, wo wir eins zu eins jeden Punkt durchgegangen sind. Und ich muss sagen, wir sind wirklich toll vorbereitet. Ich bin im Moment noch ein bisschen stark beschäftigt. Einerseits natürlich im Beruf als Musikschulleiter, andererseits eben auch jetzt in der Vorbereitung vom Christkindlmarkt. Und dann kommt ja nach dem Christkindlmarkt auch eine wunderbare Zeit. Das ist die Fasnachtszeit, wo ich auch noch aktiv bin. Und da sind wir im Moment auch ganz intensiv am Vorbereiten. Also im Moment ist es noch nicht so besinnlich, aber ich habe guten Mut, dass das schon noch kommt. Kommen wir noch mal zurück auf den Markt. An welchem Stand geht Franz Gehrig, welches Gastroangebot oder welche Bastelarbeiten sind für ihn ein Muss? Also gastromässig bin ich natürlich interessiert daran, möglichst viel von den Ständen, die Vereine, ja vor allem die Willisauer Vereine, möchte ich zu schauen, was die anbieten und auch das eine oder das andere natürlich zu probieren. Was an einem Weihnachtsmarkt für mich natürlich nicht fehlen darf, das ist ein Besuch am Glühweinstand. Das ist etwas Einmaliges und das genieße ich an mich sehr. Was ich so mir von den Marktfahrerinnen und Marktfahrern an den Ständen mich am meisten interessiert, sind Sachen, so, wo es ums Licht geht. Also Laternen, Kerzenlicht und so weiter. Da werde ich sicher mal vorbeigehen und vielleicht sogar ein oder das andere Weihnachtsgeschenk kaufen, wo ich jetzt hier natürlich nicht sage, was das ist. Sonst wüsste ja die dann schon, was sie überkommt. Franz Gehrig, wir kommen zum Abschluss von dem Gespräch. Ich habe gedacht, noch drei Wünsche, drei Weihnachtswünsche, Ihren Wunsch für sich selber. Ja, aber natürlich mal primär, dass der Christkindlmarkt in zwei Wochen Runden gut über die Bühne geht, dass wir keinen Unfall haben, dass alles funktioniert so, wie wir uns das vorgestellt haben. Nachher wünsche ich mir für mich und meine Familie, meine Frau und meine beiden Söhne eine schöne Weihnachtszeit, wo wir zusammen mit den Eltern, Schwiegereltern und mit der ganzen Verwandtschaft geniessen können. Ihren Wunsch für Ihren Wohnort?
Ja, dass Willisau das Regionalzentrum kann bleiben, so wie es ist, dass es attraktiv ist für die Leute zum Wohnen da, zum Leben da, das kulturelle Angebot und sportliche Angebot mindestens so bleibt, wie es jetzt ist, oder vielleicht das eine oder das andere noch erweitert werden. Und natürlich finde ich es noch wichtig, dass wir die Kaufmöglichkeiten im Städtli, dass die sicher nicht weniger werden, so wie es jetzt gerade jetzig ist im Moment. Ihr Wunsch fürs Weltgeschehen? Ja, ich glaube, das liegt auf der Hand. Der unsägliche Krieg in der Ukraine, wenn der möglichst schnell beendet werden kann, das wäre ein grosser Wunsch von mir, weil da spielen sich täglich Tragödien ab, es sterben Leute, das ist unglaublich. Wenn der Krieg möglichst schnell beendet werden könnte, das wäre ein Herzenswunsch von mir. Franz Gehrig, ich danke Ihnen für das Gespräch. Das wäre es für heute. Wir hätten die Freude, wenn Sie im Dezember wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit. Das Webgespräch von Willisauer Bot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau-Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau.